Also der Jan hat jetzt gerade den Karton mitgebracht von der Manufaktur Hager bzw. Berker in dem Fall. Schön matt. Gibt es einmal auf der Welt, gibt es die mit der Farbe. Das sind jetzt die Sachen, die es dann ausmachen im Endeffekt, weißt du? Leuchten haben einen gewissen Ralton in einem warmen Grau. Und den haben wir wiederum hergenommen, um die Stahltreppe zu lackieren. Und als i-Tüpfelchen haben wir eben jetzt das Berker Schalterprogramm eben auch von der Manufaktur in der Farbe lackieren lassen. Aber die Farbe wirkt echt wieder ganz anders in der Sonne. Da hat die fast so einen NATO-Stich. Ja, ich finde sie super. Drin, so Laufstrom. Den Speicher. Genau, das ist der Speicher sind die. Ja, ja. Die Bauteile sind jetzt hier. Da ist der Wechselrichter. Und der verbindet dann die Anlagen mit dem ganzen Stromverbrauch und der steuert das dann auch. Also hier bauen wir jetzt die Wallbox hin. Ich stelle mir jetzt keine großen Probleme vor. Das Ding schließt man an, schaltet es ein, dann installiert man die ganzen Sachen und dann ist fertig. Du kommst jetzt zum Beispiel am Abend an, der Batteriespeicher ist geladen. Und dann kannst du dein Auto zumindest teilweise damit laden. Wo ich aber Befürworter bin, dass man eben moderne Technik, die intelligent ist und einfach ist, dass man die einsetzt. Und das ist in dem Fall Photovoltaik kombiniert mit Batterie, mit Wärmepumpe und Wallbox. Das überzeugt mich. Einfache Technik, die funktioniert, die stabil ist. In der App werden alle Sachen angezeigt. Wie man ja auch sieht, ist ja auch das Internet direkt angeschlossen und das wird halt komplett ausgewertet in dem Gerät. Wir haben das ja auch zum ersten Mal eingesetzt, das Hager Flow-System, und für mich als Nicht-Techniker in Anführungszeichen war das eine kleine Einführung mit dem Elektriker. Ja, hallo. Und seitdem kann ich das quasi auf dem iPad, auf dem iPhone abrufen. Super einfach und ist auch für den Laien, wie mich in dem Fall, verständlich. Das ist das Hauptdashboard, wo man dann halt alle Sachen ablesen kann, von wo finde ich halt auch schön, wo der Strom gerade lang fließt. Man sieht, man nimmt nichts von außen. Ja, ich bin mir sicher, dass das Klima positiv ist. Weil wir haben hier versucht, so gut wie keinen Beton einzusetzen, haben das nur in der Bodenplatte und hier im Erdgeschoss umgesetzt. Wir haben keinen Keller, ansonsten haben wir nur mit organischen Materialien gearbeitet, gut gedämmt und haben eben ein Energiesystem. Wir sind, wie wir vorhin festgestellt haben, zu 50% autark im Moment von der Energie. Im Sommer wird es wahrscheinlich dann 70-80% werden. Wir haben hier eine Wasserzisterne. Ich glaube, das geht alles schon in die richtige Richtung. Thank you.